Hi, willkommen zurück. Ich bin der Doomsday. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Reingeschaut. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Willkommen zu meinem Reingeschaut in Dead Island 2. Ich bin jetzt ungefähr 2 Tage vorm Release. Ich hätte es gern gestreamt, aber ich darf es leider nicht. Deswegen gibt es das Spiel jetzt. Gibt es das Spiel jetzt hier von mir als VOD und eventuell auch später noch einmal mit Venom zusammen. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal solo den Anfang des Spiels an. Legen wir los. Let's go. Epic-Dienste. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. War ja lange genug in der Entwicklung. Ja, annehmen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, was nach so langer Zeit in Entwicklung jetzt da rausgekommen ist. Lizenzpaket freigeschaltet, ja, weiß ich. Ja. So, ich gucke mal kurz auf Option. Schlechter? Neues Spiel, let's go. Bin sehr gespannt. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? She always likes surprises. Okay. Ja. Das war jetzt ein bisschen irgendwie aus dem Kontext gerissen, aber da das ja eine Fortsetzung ist, weiß man ja, was im ersten Teil passiert ist. Ich hoffe, ihr auch. Und das Spiel geht ja im Prinzip ein
paar Monate oder Jahr. Ich weiß nicht ganz genau, nach Teil 1 war da. Und ja, warum das Spiel Dead Island heißt, obwohl es in L.A. spielt, erklärt die Entwickler so, dass L.A. so abgeschottet ist, als wäre es eine Insel. Also in so einem Inselbereich. Ja, fragt nicht. Wille, mit wem du durch Hell A splattern willst. Oh, animalisch, kritischer Gewinn. Attribute haben wir natürlich. Was ist mit Widerstand gemeint? Jacob, ach ja, und was auch neu ist, es gibt jetzt Karten. Aber es ist kein Kartenspiel, sondern diese Karten geben unseren Charakteren die besonderen Fähigkeiten oder besondere Abwehrhaltungen und so weiter. Das sehen wir dann im Spiel. Jacob erhält einen stapelbaren kleinen Schadensboost, wenn er in rascher Folge angreift. Gott. Kritischer Treffer, bla bla bla. Okay, wen haben wir noch? Amy. Amy gewinnt Ausdauer zurück, wenn sie einen Zombie mit einer Waffenwurf trifft. Teilen und herrschen. Amy erhält einen kleinen Schadensboost, wenn sie isolierte Zombies angreift. Aha, Zähigkeit. Dann haben wir noch Bruno. Bruno erhält einen moderaten Schadensboost, wenn er Zombie von hinten angreift. Brunos Beweglichkeit und die Aufladung seiner schweren Angriffe erhalten einen Boost, wenn er Angreifen mit einem Block- oder Ausweichmanöver entgeht. Okay. Carla. Carla hält einen kleinen Schadensboost, wenn mehrere Zombies in der Nähe sind. Carla hält einen moderaten Zähigkeitsboost, solange ihre Gesundheit im kritischen Bereich ist. Boah, Widerstand ist aber sehr hoch. Und dann haben wir noch Dani. Dani schwere Angriffe lösen beim Auftreten eine kraftvolle Explosion aus. Dani gewinnt Gesundheit zurück, wenn sie mehrere Zombies in rascher Folge tötet. Oh, wir haben noch einen. Ryan, ach, jetzt war der Feuerwehrmann, ne? Ryan erhält einen moderaten Kraftboost, wenn er einen Angriff blockt oder ihm ausweicht. Ryan gewinnt jedes Mal, wenn er einen Zombie niederschlägt, Gesundheit zurück. Hört sich gut an. Ich glaube, ich werde mich für Ryan entscheiden. Ja, oder? Mit dem Ryan. Let's go. Bist du sicher, dass du dich als Ryan durch die Hölle kämpfen willst? Du kannst während des Spiels nicht mehr deinen Schlechter ändern. Naja, akzeptiert. Ryan. Das Spiel ist nichts für Kinder. Mach, dass du hier rauskommst. Come on, gotta get out. Gibt's noch irgendwas? Kreis ist dunkel, okay. Das Umschauen geht aber sehr langsam. Ist der jetzt der Einzige, der überlebt hat, oder wie? Okay. Nach oben muss ich. Die anderen Überlebenden. Hey, hello? What the hell? Oh, come on, Ryan. Keep it together. Another one. Gotta
das Spiel bietet auch natürlich einen Online-Modus, was man mit bis zu 2 Leuten spielen kann, also insgesamt zu dritt. Weiß nicht warum, weil im ersten Teil und in Riptide konnte man das zu viert spielen. Hier geht es leider nur zu dritt, aber okay. Ich denke mal, ich werde mit Venom auch nochmal ein Video machen, wo wir zu zweit spielen. So als Chill-Stream und schauen wir mal. Okay, Ausdauer mal wieder. Ich sehe gerade gut schnell da hin. Kann doch nicht rennen. Kämpfe dich zu den anderen Überlebenden durch. Vielleicht ein bisschen lauter. Ich lese mal ein bisschen weiter runter. Ja. Schau mal hier. This can be useful. Überlebt. Lebt überhaupt noch jemand? Taschenlampe. Okay. Seht oben gar nicht das, was da oben steht. Ich setze mich mal unten rechts hin. Oh. Ist das okay? Ja. Hab ich unten rechts was? Ja. Jetzt kann ich rein. Something in the plane. Stay back. Hey, 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 easy. Anyone hurt? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Ryan. Oh, this is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. That's all. Why? I mean, this is all his fault. Selfish wanker! Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Hey, buddy. You got blood coming out of your ears. You know that? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Stay off the menu. People, this is Emma Jaunt. Mm-hmm. Of course, you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Here goes. Oh, hey. My wife. Alive. Feel the pulse. Get this off me. Give me a hand here. Come on. Come on. Michael, help. Ready? Lift. It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Es war auch erwähnt, das ist die Uncut-Version, ne? Also komplett ungeschnitten.
I'm not just gonna leave them here to die. Da die Deutsche ja geschnitten ist mit einem Schnitt, den ich total bescheuert finde. Ja. Was haben wir dazu sagen? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Wait, what? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Seriously? I'll call the army. Send help. Go. Hey, are you Emma Trant? Great. Great. Someone else made it. Oh, hey, buddy. A little help here. You've gone deaf to... Okay. Get off me! Georg. Hallo. Das brennende Rad runter. I can burn the fuckers if I knock that tire. Vorschlag. Gotta knock that tire down. Achso. Sieht man eigentlich mein... Da ist Rucksack. Okay. Stärke 30. Nehmen wir mal das. Ablegen. Okay. Oben rechts sieht man auch, dass wir Level sind. Level 2 sind wir. Links daneben ist Geld. Quests. Story neben Suchmeldung. Fähigkeiten können wir noch nicht. Sammelstücke. Okay, Karte können wir auch noch nicht. Dann helfen wir mal den Herrn. How the fuck are we gonna get out of this? Okay. Hey. Okay, Jesus. Oh God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Okay, just hang in there, I guess. Hey, can you hear me? I got some water. See if you can drink this a little.
Gespannt auf das Spiel. Ich glaube 2012 oder 13, glaube ich. Ne, 12 wurde es angekündigt. Ist durch eine ziemliche Entwicklungshölle gegangen, das Spiel. Mit den Dambuster Studios haben sie endlich die richtigen gefunden anscheinend und haben es endlich rausgebracht. Release ist der 21. April 2023. Wie gesagt, ich bin 2 Tage früher dran, deswegen kann ich es leider nicht streamen. Ich hätte es gern gestreamt, aber durch das Embargo. Ich glaube, ab morgen hätte man abends streamen können, aber ich wollte es jetzt schon spielen. Also, schauen wir jetzt nochmal weiter, wie es geht. Let's go! Er hat sich noch nicht verwandelt. Ah, ich glaube, wir sind immun. Bel Air. Where in Bel Air am I? Wo in Bel Air bist du? Das ist eine gute Frage. Das Rechts-Links-Schauen geht mir etwas zu langsam. Option. Probieren wir nochmal so. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Oh, fuck. Oh, alles besser. Das ist die Karte. Ja, das Spiel ist übrigens kein richtiges Open-World-Spiel. Das haben sie verändert im Vergleich zum ersten Teil. Da war es ja richtig Open-World. Hier ist es mehr so, wie ihr hier sehen könnt, so ziemlich große offene Bereiche. Okay. Du kannst mit X-Wegpunkte auf den Symbolen platzieren. Okay. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da. Ja, mehr Fragezeichen. Gehen wir mal da hin. 70 Alpine Drive. So, if I head through the grounds here, I'll come out right by Emma Jones place. Wie ist er eigentlich hier hergekommen? Ah, er ist oben runtergefallen wahrscheinlich. Okay. Dead. Wie wechsle ich eigentlich die Waffen? Ah, mit Dreieck. Okay. Würde ich mal das nehmen. Need a breaker. Ist hier nicht auch mein Ziel? Try in here. Ja, Ressourcen sammeln ist wichtig. Proteinregel. Gesundheit ist voll. Noch irgendwas? Da. Was steht denn hier rum? Da ist noch was zu looten. Aber keine Werkbank, schade. This should work.
Block. L1 ist Block. Don't get hit. Simple. Vor zu kurz. Ah, die Beine kann ich noch nicht weghauen. Die machen schon gut Schaden, ne? Benutze ich ein Medipack? Ah, Steuerkreuz nach unten. Ich stehe aber nicht auf, ne? Du stehst da auf. Ich unterschätze irgendwie ein bisschen die Reichweite. Schon kaputt? Unterbrechen. Ich einfach wieder auf. Man merkt noch richtig, dass man am Anfang ist so schwach wie die Waffen sind, ey. Und genau das ist in der deutschen Version nicht mehr möglich. Aber okay. Ist eigentlich ein dummer Schnitt, aber ja. Muss man nicht verstehen. Locked. Find another way inside. Einen anderen Weg. Sieht eigentlich die Haltbarkeit an. Die gehen aber auch schnell kaputt, die Waffen. No. Oh God. So much blood. Proteinriegel. Was bringt der Energy Drink? Manche Türen sind mit Magnetschlössern gesichert. Finde und zerstöre die zugehörige Verteilerkasten, um die Tür zu öffnen. Ist halt nicht weit weg. Now that's a design flaw. Zombie. I think I saw that in a movie. Loot. Was haben wir hier? Colt Schwanengesang. Ein Collectible. Oder ne? Ne, nicht abspielen. GEMA geschützt wahrscheinlich. Oh, hallo. Blocken gab es ja auch noch. Können wir auch blocken? Aber war nicht. Halt aber aus, ey.
So, jetzt denke ich mal ein Schwert kriege oder so. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Loot? Ja. Also Grafik finde ich sehr hübsch. Was meine Markierung? Einige Fahrzeugbedingungen Gebäude sind alarmgesichert. Bei Beschädigung wird ein lauter Sicherheitsalarm ausgelöst. Der Zombie ist in der Nähe unlocked. Zerstöre die Alarmbox, um den Alarm zu deaktivieren. Okay. Wow. I want that sword. Das Schwert hätte ich gern. Tür von der anderen Seite. Das ist natürlich die Frage, wo die Alarmbox ist. Ah, gibt's ein Kabel. Okay. Hat mir jetzt nicht viel geholfen. Oder? Ah. Ist dann wahrscheinlich hier drüben irgendwo. Oder oben. Meine Waffen gehen langsam zur Neige. Nicht cool. Oh, I don't feel so good. Kleber. Oh, irgendwas hier. Geld. Oh, mehr ist hier nicht. My disaster could use some relief. Ist eigentlich schade, dass Waffen kaputt gehen können. Aber naja, war schon immer so. War eine schöne Wohnung. Oh, so hot. Wo sind wir denn hier? Oh, hallo. Hm. Gucken wir erstmal hier hinten. Nur von der anderen Seite zu öffnen. Oh. Gemein. Dann gehen wir doch hier lang. Lasst euch nicht stören. Beat Kö. Dein Waffenrad ist voll, du hast mehr Waffen, als du ausrüsten kannst. Okay. Blocken ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Gerne noch die Alarmdings finden. Oh, kaputt. Hey. Oh, der Kiefer. Das sah ja krass aus.
eigentlich immer noch dasselbe Haus? Oh. Ah. Oh, warte mal. Vielleicht kommen wir ja doch zu dem Alarmdings. Oh, hallo. EP gibt der. Aber wo ist die Alarmbox? Jemand da? Nee. Alter, was für eine Bude, Junge. Jetzt sind wir hier hinten, okay. Ich will nicht unbedingt den Alarm auslösen. Aber hier ist schon was Schönes. Die auch mal kümmern, ne? Lebst du? Ja. Denkst du, das ist ein Konter, ne? Ey. Klingt aber schnell zu. Lebe lang und in Frieden, Herausforderungen öffnen. Was? Töte 25 Zombies ohne zu sterben. Aha. Wir haben den Strom vom Wasser eingeschaltet, okay. Nimm mal wieder raus. That does not look safe. Okay. Geht's zu dem scheiß Alarmkasten. Aber eigentlich gibt's doch gar keine Zombies mehr. Eigentlich dürfte jetzt gar keiner mehr kommen, oder? Wir probieren's mal aus. Ich will das Schwert haben. Hier lang. Einige geweckt. Schwert. Oh. Mal ablegen, ne?
Schwert. Mein Schwert. Da. Ah, verstehe. Cool. Können wir jetzt auch weitergehen? Nee, andere Seite. Ah, hier ist halt eine kaputt. Oh, ist hier schon? Nee, gell? Immer schön nach Loot ausschalten. Fuck! This is bad! Ich bin mal auf die Spielzeit gespannt. Wow. Überall in LA, du brauchst eine Sicherung, um an den coolen Sachen darin zu kommen. Sicherungen können bei Händlern gekauft werden. Okay. Als ob ich so nicht reinkommen würde. Frech. Das ist ja gemein. Na gut. Gehen wir mal weiter. Oh, great. Different code. Kommen die Zombies eigentlich immer her? Okay, let's see what we can find. Während deiner Nachforschung suchst du nach Hinweisen. Dein Kompass färbt sich gelb, wenn du dich in einem Nachforschungsbereich befindest. Nothing. Where did you put the code? Er schreibt den Code auf den Zettel und klebt ihn in den Schrank, Alter, echt. Oh, hallo. Oh. Besuchen die da mal. Kann ich reinschleichen? Alter, da sieht man sogar richtige Schnitte. Who's out there? It's Ryan from the crash. Oh, okay. Come in. Thank God. Oh God. Oh, my head's gonna explode. Alter, die haben Wohnungen, das ist der Wahnsinn, echt. Just sleep it off. It's gonna be fine. Get in! It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm having a really fucking bad day, Michael. Oh, it's Tokuro. Get away from this house, you fool! Ray, what are you devil? Joey, give me the gun! No! You have been bitten! You will turn. It's as I know. I've seen it now. Get away! Drea! They were at the crash.
Josh, I invited them. Just give me the... No, I will not have this devil in my house. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun. Here, for fuck's sake. Gosh, I need to lie down. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means it will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Say something. I'm not shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Take these off. My fever's gone. I'm feeling human again. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But if the fever's gone, then that proves that I'm... It proves nothing, okay? Me, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Hey, look, you can trust me. I'm a firefighter, right? I'm not about to eat anyone on my life. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house. They're trying to get in. Give me the key to the cuffs. I can help. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Oh, come what on. Fuck's sake. Level 3. Dies ist das Fähigkeiten-Deck. Fähigkeiten sind Kampfaktionen und Boni, die du dir als Fähigkeitenkarte während des Spiels verdienst. Die Gestaltung deines Decks, also die Auswahl deiner Fähigkeitenkarten, entscheiden über deinen Spielstil. Um eine Fähigkeitenkarte zu nutzen, muss ich zuerst für einen freigeschalteten Fähigkeitenslot ausgerüstet werden, den es in 4 Rängen gibt. Die Slots werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Ein Slot kann jeder Karte des passenden Rangs annehmen. Dies erster Rang, die Fähigkeiten, beinhaltet deine wichtigsten Kampfaktionen. Sie werden automatisch ausgerüstet, wenn du deine Story-Quest freischaltest. Sieh mal, du hast deine erste Fähigkeit schon freigeschaltet. Wenn du etwas Besseres findest, kannst du sie auch jederzeit austauschen. Du hast einen neuen überlebende Fähigkeitenslot freigeschaltet. Wähle ihn aus, um deine erste überlebende Fähigkeitenkarte auszurüsten. Aha. Okay. Im Laufe des Spiels wirst du gewisse Vorlieben entwickeln, wenn es um das Töten von Zombies geht. Du wirst also möglichst viele Fähigkeiten freischalten und ausrüsten, um zu deinem unverwechselbaren Stil zu finden. Alles klar. Gut. Aber an dem Punkt, Leute, sage ich jetzt mal, war es das mit dem Anfang von Dead Island 2. Ich werde mit Venom nochmal zu spielen, in einem Chill-Stream. Und erster Eindruck, gefällt mir sehr gut. Bin gespannt, was das Spiel noch alles zu bieten hat. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Dann wahrscheinlich wieder im Stream auf Twitch. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday, hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.